Wir haben 15 Familienmitglieder und Freunde zum Thema Nachhaltigkeit befragt. Hier sind ihre Antworten. Was verstehst du unter Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist für mich generell einfach so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man mit Sachen umgehen sollte, wie man mit Menschen umgehen sollte. Nachhaltigkeit ist für mich quasi bewusst zu leben, bewusst zu konsumieren und eben nur so viel zu verbrauchen, wie auch gleichzeitig Ressourcen nachwachsen oder sich regenerieren können. In welcher Art und Weise bist du nachhaltig? Ich schaue halt, dass ich festes Shampoo benutze, regional kaufe oder wenn ich Gemüse kaufe, dass es halt nicht in Plastik verpackt ist und solche kleinen Sachen. Benzin zu sparen, weil ich, wenn es irgendwie geht, mein Fahrrad benutze. Ich bin im Bereich Kleidung nachhaltig, weil ich jetzt meine Klamotten nicht einfach wegschmeiße, sondern ich gehe dann halt zu einem Flohmarkt und verkaufe die dann und dann können die ja wieder andere Leute auch tragen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Teil, der zur Nachhaltigkeit beiträgt. Was ist deine größte Nachhaltigkeitssünde? Safe, Autofahren. Dass ich sehr kurze Strecken auch gerne mit dem Auto fahre. Mein Auto damals. Jetzt aktuell. Ich glaube, Fleisch essen tatsächlich. Jetzt kommen ein paar Quizfragen. Fangen wir an mit zwei Logos der Nachhaltigkeit. Was bedeutet dieses Logo? Also ich habe es schon oft gesehen. I don't know. Das ist das EU-Bio-Siegel. Das EU-Bio-Logo. Die EU-weit gültigen Rechtsvorschriften garantieren einheitliche Standards für den ökologischen Landbau und die artgerechte Tierhaltung. Was bedeutet dieses Siegel? Das klebt auf Quinoa-Packung. Fairtrade-Logo. Das ist Fairtrade. Dass die Bauern in den Entwicklungsländern auch eine gute Bezahlung für ihre Produkte bekommen. Das Fairtrade-Logo. Fairtrade sorgt für bessere Preise für Kleinbauernfamilien sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Beschäftigte auf Plantagen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Wie viel der produzierten Lebensmittel werden jährlich in Deutschland weggeworfen? Ich sag mal 5 Tonnen. Ja, bestimmt schon so 3 Tonnen. Nein, es werden schon 2, 3, 4 Tonnen sein. Ne? Im Jahr landen rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Verbraucherinnen und Verbraucher werfen pro Kopf etwa 75 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg. Okay, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Krass. Wie viel Prozent des Stroms in Deutschland stammen inzwischen aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne? Immer noch nicht so viel, vielleicht 20% oder sowas. 10%. Der Anteil der erneuerbaren Energie im Stromsektor lag im Jahr 2019 bei 42,1% des Bruttostromverbrauchs. Echt? Ach, krass. Krass. Wie viele Tiere isst ein Deutscher im Laufe seines Lebens? Och Gott, im Laufe seines Lebens? Boah, bestimmt. Boah. 20 Tiere. Also. 200. Klingt das zu wenig? Machen wir noch ein bisschen. Hauen wir nochmal 222. Insgesamt verzehrt ein Deutscher durchschnittlich 1094 Tiere. 1094? Oh mein Gott, ich war ja sehr, sehr weit davon weg. Was könntest du noch besser machen? Ich könnte öfter auf den Wochenmarkt gehen. Vielleicht mal zu Fuß auf Arbeit gehen, weil ich könnte es ja. Auf jeden Fall an meiner Sünde arbeiten, indem ich auch weniger Reinigungsmittel verwende und weniger Shampoo, weil durch weniger wird auch trotzdem alles sauber. Nachhaltigkeit ist wichtig. Denkt alle drüber nach. Ciao. Tschüss. Tschüss.